Hallo Brauer und Bierliebhaber. Wir sind wieder zurück mit einer neuen Folge unserer Delight Bierstil-Reihe. Heute stellen wir euch das Rotbier oder genauer gesagt das Nürnberger Rotbier vor. Das Rotbier ist ein untergäriges Bier, welches ausschließlich aus Gerstenmalzen gebraut wird. Es ist malzaromatisch, fruchtig mit einer ausgeglichenen Hopfenbittere und liegt zwischen 11 bis 14 Grad Plato. Der Alkoholgehalt liegt zwischen 4,5 und 6 Prozent. Die Bernstein- bis kupferne Farbe liegt bei 15 bis 35 EBC und bei den Bittereinheiten sind wir bei 15 bis 40 IBU. Geschichtlich gesehen haben sich zwei unterschiedliche Arten von Rotbier entwickelt. Zum einen das obergärige Rotbier, welches vornehmlich in Belgien bzw. in der Hanse gebraut wurde, und zum anderen das untergärige, unter welches eben das Nürnberger Rotbier fällt. Sogar noch vor dem bayerischen Reinheitsgebot erließen die Nürnberger Stadtväter einen Beschluss, nachdem das Rotbier ausschließlich mit Gerstenmalz zu brauen war. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts boomte das Nürnberger Rotbier und wurde regelrecht zum Exportschlager. Ende des 19. Jahrhunderts erlebte dieser Bierstil allerdings einen starken Rückgang und geriet immer mehr in den Hintergrund. Gründe dafür waren königliche Dekrete, die Brauereibesitzern das Brauen vom sogenannten bayerischen Braunbier erlaubten. Dieses Brauverfahren war um einiges leichter und die Biere fanden einen ebenso guten Absatz. Seit ca. 20-25 Jahren erlebt das Nürnberger Rotbier wieder eine kleine Renaissance und eine Brauerei, die dabei half und immer noch hilft, die Fahne des Nürnberger Rotbiers hochzuhalten, ist die Brauerei Schanzenbräu. Schanzenbräu hat sich entwickelt. 2004 haben wir angefangen mit der Brauerei. Ich kam nach dem Studium oder nach meiner Lehre und nach meinem Studium in Berlin kam ich wieder nach Nürnberg und dann haben meine Freunde eben gesagt, Stretz, jetzt zeig mal, was du kannst. Und dann haben wir tatsächlich im Keller in der Bernschanzstraße angefangen, unten im Waschkessel Bier zu brauen, in einem kleinen Hobbybraumaßstab. Und wenn man eine Brauerei hat, hat man ganz schnell wieder ganz viele Kumpels und man konnte auch das Bier trinken und so hat sich das Ganze dann entwickelt. Und dann sind wir immer größer geworden. Wir haben uns dann irgendwann Gypsy-Brewer-mäßig eingemietet bei einer anderen Brauerei und die Marke somit aufgebaut. Durch die Straße, Bernschanzstraße, war der Name Schanzenbräu auch ganz schnell geboren. Und somit ist die Marke gewachsen. Und 2016 haben wir dann hier die neue Brauerei auf der Grünen Wiese in Betrieb genommen. Wir haben ein relativ breites Spektrum. Wir haben Helles, Kehlengold zum Beispiel. Wir machen Pilz, wir machen Saisonbiere, Märzen, Festbier, Sommerbier. Das ist ein alkoholreduziertes Bier. Und jetzt auch ein alkoholfreies Radler, ein rotes alkoholfreies Radler. Und natürlich auch unser Rotbier, mit dem wir bekannt geworden sind. Das Nürnberger Rotbier ist schon seit dem Mittelalter, wird es hier in Nürnberg gebraut. Und es gibt jetzt hier in Nürnberg wieder ein paar Brauereien, die das wieder aufgegriffen haben. Also wir sind eine davon. Und ich fand das schon immer super interessant, diese rote Farbe ins Bier zu bringen. Und es gibt auch so ein Buch, das heißt Blaue Zipfel und rotes Bier. Und das war so ein bisschen die Initialzündung für uns, dass wir gesagt haben, wir wollen rotes Bier wieder brauen, rotes untergäriges Lagerbier und haben das alles so ein bisschen wieder verfeinert. Unser Rotbier ist ein rotschimmerndes, malzaromatisches Lagerbier, untergärig gebraut und mit einer schönen Hopfennote, so dass es eben zum Weitertrinken anregt. Wir verwenden ganz klassisch Wiener Malz, Melanoidinmalz und Karamalz. Wir maischen in einem Infusionsmaischverfahren klassisch durch. Dann vergären wir es eine Woche im Eintankverfahren und lagern nochmal zwei Wochen. Das heißt, nach drei Wochen ist das Bier fertig zur Abfüllung.
Das Rotbier kommt bei unseren Kunden sehr gut an. Damit haben wir uns entwickelt. Das fanden die Leute super, dass es endlich wieder einen anderen Bierstil gibt. Es ist ein bisschen Kontrast zu dem hellen Hype, der jetzt gerade stattfindet. Ist natürlich was Besonderes, weil die rote Farbe da drin ist und es schon eine Kunst ist, die rote Farbe so hinzubekommen. Und es war was Neues auf dem Markt. Und die Kunden haben gesagt, oh Mann, in der Bierlandschaft bewegt sich gerade was und wir wollen mal wieder was anderes probieren und haben dann unser Rotbier probiert und nehmen es immer noch ganz gerne an und es wird sehr gut verkauft. Ja, und um da natürlich mitreden zu können, werde ich mir jetzt auch mal einen Schluck gönnen. Vielen Dank natürlich an Stefan Streetz und sein Team für die Einblicke. Wenn ihr noch mehr über Schanzenbräu erfahren wollt, dann empfehle ich euch noch unseren Podcast mit Stefan Streetz. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. In dem Podcast geht es neben der Geschichte hinter Schanzenbräu auch um das Thema Existenzgründung. Also auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Soweit war es das von meiner Seite heute. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da, abonniert unseren YouTube-Kanal oder folgt uns auf Social Media. Aktuelle Inhalte rund ums Brauen, Melzen und Destillieren findet ihr auf unserem Blog Schulz Insight. Bis zum nächsten Mal. Prost!